Herzlich willkommen bei Schwarzwald TV, im regionalen Infokanal auf YouTube. Nachrichten aus Ihrer Region, aus Südbaden und aus dem Aargau, aus Baselland, Baselstadt, bei Großlagen aus Frankreich, Bodenseegebiet. Es gibt viele Lesereporter. Und jetzt gibt es gerade eine Breaking News. Es wurde eine Frauenleiche entdeckt durch einen Jäger im Wald. Ja, guten Abend, herzlich willkommen bei Schwarzwald TV im regionalen Infokanal auf YouTube zu einer kurzen Breaking News am heutigen Mittwochabend, der 3. November 2021. Wie die Polizei mitteilt, und zwar die Kantonspolizei von Aarau, Kantonspolizei Aargau, wurde eine tote Person heute Nachmittag aufgefunden, und zwar bei Küttigen. Ja? Einfach mal googeln, wer wissen will, wo das genau ist. Das ist eigentlich südlich vom Rhein, vom Schwarzwald hier aus gesehen. In einem Waldgebiet in Küttigen wurde heute Nachmittag eine tote Person aufgefunden. Die genauen Umstände des Todes sind noch unklar. Ein Jäger meldete am heutigen Mittwoch Mittag, den 3.11.2021, den Auffund einer verstorbenen Person in einem Waldgebiet in Küttigen. Die Umstände des Todes unklar. Die Kantonspolizei hat nun die Ermittlung aufgenommen und Hinweise auf ein Verbrechen liegen derzeit nicht vor. Da ja immer noch die vermisste Scarlett S. nicht aufgetaucht ist und die E-Mail gerade vorhin kam, um so, sage ich jetzt mal, 18.16 Uhr, sowas, habe ich dann daraufhin direkt zum Hörer gegriffen und den Herrn Adrian Bieri, Pressesprecher von der Kantonspolizei Aargau, angerufen. Dann habe ich gesagt, Herr Bieri, wie sieht denn das aus? Bei uns im Schwarzwald wird immer noch diese Scarlett S. vermisst. Können Sie wenigstens sagen, ist es eine Frau oder ein Mann, wo da gefunden wurde? Und daraufhin hat mir Herr Bieri dann gesagt, dass es eine Frau ist. Und nicht so, oh, okay, das hört sich interessant an. Da sage ich, wissen Sie, dass bei uns aktuell immer noch eine Frau vermisst wird? Bereits schon seit 10. September letztes Jahr. Und dann hat er gesagt, bei Ihnen im Aargau wird auch eine Frau vermisst und es deutet darauf hin, dass es die Person ist, die im Aargau bisher die letzten Tage vermisst wurde. Wie lange die im Aargau vermisst wurde, ist aktuell mir nicht bekannt. Und jetzt findet halt die Untersuchungen statt, ob das jetzt tatsächlich die Person ist. Und zumindest, ihr wisst jetzt schon mal mehr, wie überall in der Zeitung morgen drin steht. Die offizielle Mitteilung ist nämlich nur, dass eine tote Person gefunden wurde. Und hier exklusiv für euch, es ist eine Frau und es ist nicht die Scarlett. Es ist eine vermisste Person aus dem Aargau. Das war's eigentlich schon. Und heute Nacht kommt Schnee im Schwarzwald. Es soll bis morgen bis auf 800 Meter runterschneien. Auf dem Feldberg ist schon am Gipfel oben leicht ein bisschen weiß. Man kann da die Webcams anschauen. Und ja, ich werde morgen auf den Feldberg hochfahren für euch. Und werde dann morgen, muss extra einen Mietwagen nehmen, weil, ja, ist in Reparatur, Bremse und so, muss auch mal sein. Winterreife kommen drauf, aber die Bremsen. Ja. Gut, ich werde mit dem Mietwagen morgen hochfahren auf den Feldberg und werde mich dann melden dort oben, wenn ich meine Aufnahme gemacht habe fürs Fernsehen, mich dann live vom höchsten Berg hier im Südschwarzwald melde.
Und dann wahrscheinlich tief im Schnee. Letztes Jahr war es der 26. September. Und ja, jetzt ist es ein bisschen später geworden. Hauptsache es kommt etwas Weißes. Die Kinder haben Freude. In diesem Sinn, ich wünsche euch was. Und ja, ich hoffe, euch geht's alle gut soweit. Zwei Meldungen kann ich noch anhängen. Zwei Meldungen des Tages. Und zwar, die sind hier aus dem Landkreis Waldshut in Lauchringe. Da wurde eine 92-jährige Frau von einem Transporter angefahren am Dienstag, der 2.11. gegen 15:40 Uhr. Und zwar ist da ein 30 Jahre alter Mann auf dem Friedhofsgelände rückwärts gefahren und übersah dabei eine dahinter befindliche Fußgängerin. Die 92-jährige Frau wurde erfasst vom Fahrzeug und stürzte. Zum Glück verletzte sie sich bei dem Unfall nur leicht und sie wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus eingeliefert. Dann noch eine Fußgängerin beim Rückwärtsausparken übersehen in St. Blasien, auch gestern Morgen 8:40 Uhr. Und zwar beim Rückwärtsausparken auf dem Parkplatz der Domapotheke übersah am Dienstagmorgen, der 2.11.21 gegen 8:40 Uhr, eine 47 Jahre alte Frau, eine neben dem Verkehrsschild stehende 55-jährige Frau, und mit dem hinteren Heck des Suzukis berührte die 57-jährige das Verkehrsschild und stieß gegen die Fußgängerin, welche sich dabei an Bein und Hüfte verletzte. Unbemerkt von dem Unfall mit der Frau fuhr die Suzuki-Fahrerin nach vorne und anschließend auf einen anderen Parkplatz um die Ecke, um weitere Besorgungen zu erledigen. Eine Zeugin kümmerte sich um die angefahrene Fußgängerin und rief den Rettungsdienst. Ein Bauarbeiter, welcher von dem Unfall mitbekam, lief der Suzuki-Fahrerin nach und sprach sie auf den Unfall und die Verletzte an. Völlig perplex kehrte diese natürlich an die Unfallstelle zurück und kümmerte sich um die Fußgängerin. Diese wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus eingeliefert. Am Suzuki entstand Sachschaden von rund 100 €. Gute Besserung an die Verletzten. Und so schnell kann es passieren. Also zum Glück ist es jetzt hier in dem Fall, für alle, die nachträglich nur eingeschaltet haben. So, ich habe es ja nochmal reingeschrieben. Es wurde heute Nachmittag eine Frauenleiche entdeckt im Wald im Aargau und es ist nicht Scarlett, es ist eine andere vermisste Person vermutlich, wie die Polizei mitteilt hat, die im Aargau vermisst wird. Und ja, das war es eigentlich schon heute am Mittwoch und wir sehen uns morgen live vom Feldberg in der Hoffnung, wenn Schnee liegt. Und alles Gute, bis dann und tschüss. Folgt auch meinem Zweitkanal Schwarzwald TV Breaking News, Hashtag Shorts, dem Drittkanal UMI1976. Die Links dazu in der Videobeschreibung, ebenso wie Instagram, Facebook und Twitter. Ich wünsche allen einen schönen Abend. Bis dann und tschüss. Wenn euch mein Livestream gefallen hat, kurz und knackig mit den neuesten Informationen, dann hinterlasst jetzt ein Like, folgt meinen anderen Kanälen, wie bereits schon gesagt. Ich wünsche alle einen schönen Abend. Bleibt fit, bleibt gesund, lasst euch nicht anstecken von allem Möglichen und sag alles Gute, bis demnächst.